Als nächstes und als letztes Grußwort möchte ich das unter der Bewegung nach vorne bitten. Sie ist Unternehmerin, Handelsrichterin in München und die Vorsitzende des Bundes der Geistesfreiheit aus München. Der BFG München oder Bund für Geistesfreiheit München gehört zu denjenigen, die Nessin Wakfi ganz entschieden vorgeschlagen haben für den Preis, der heute Abend verliehen wird. Wir waren bei allen Nessin. Dafür gibt es, man hat mir gesagt, ich habe 5 Minuten. Das ist nicht sehr lange genug. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber 3 ganz besonders. Der erste ist, Teile unseres Vorstands, wir sind aktuell 5 Leute im Vorstand, davon haben 3. Aziz Nesin selber noch gesprochen, selber gesehen und Gelegenheit gehabt, nach Heidenheim, wo der Hübke ihn eingeladen hatte, sich mit seinem Werk intensiver zu beschäftigen. Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass die Stiftung, die er gegründet hat, diesen Preis bekommen soll. Der zweite ist sein bemerkenswertes pädagogisches Konzept. Die Dame, die Europaschule Aziz Nesin leitet, hat das ja schon angedeutet. Es gibt ein über 40 Seiten langes pädagogisches Vermächtnis und ich habe mir das, was in der Übersetzung, die ich habe, mich am meisten beeindruckt hat, das habe ich mir rausgesucht, das ist ein 10. Punkt. Es gibt eine sehr schlichte Wahrheit, die ich meine Kinder lehren will. Das Leben ist ein Kampf. Arme haben nur eine Verteidigungswaffe und nur ein Mittel zum Erfolg. Arbeiten uns allein rettet das Arbeiten und nachdem ich selber ein verhältnismäßig armes wirtschaftlich betrachtet, Kind war, glaube ich, dass Aziz Nesin damit recht hat. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte ist vielleicht ein Appell an Sie alle. Aziz Nesin war ein sehr kleiner Mann, körperlich. Und er hat aber mit seinem Leben, mit seinem Wirken, mit seinem Schreiben eine unglaubliche Wirkung ausgelöst, die noch anhält über 10 Jahre nach seinem Tod. Was ich damit sagen will, die größte Illusion, glaube ich, für viele von uns, ist die Illusion von der Wirkungslosigkeit des Einzelnen. Der tatsächliche oder sogenannte kleine Mann oder die tatsächlich kleine Frau, die können, wenn sie das wirklich wollen, unglaublich viel bewirken. Das ist nicht nur ein Appell an alle Atheisten, an alle Konfessionslosen, an alle Freigeister, an alle Humanisten. Lassen Sie es nicht bei Ihren wortreichen Bekenntnissen, sondern wirken Sie in diesem Sinne und dann werden Sie sehen, wie viel das an Effekt bringt, auch wenn Sie meinen, dass Sie allein sind. Dazu möchte ich kurz, das heißt eine Anekdote, einen Auszug aus einem Interview. Wir haben in Bayern einen bei uns sehr bekannten Kabarettisten, der heißt Gerhard Holt. Über 30 Jahre lebt der mit seiner Arbeit gegen die christlich-soziale Union, die ja bei uns die stärkste politische Kraft ist, gegen die allseits gegenwärtigen christlichen oder katholischen Würdenträger. Über 30 Jahre. Der hat aktuell ein neues Stück in München und da hat ihn ein Journalist gefragt, nein, Herr Polt, über 30 Jahre arbeiten Sie jetzt als Satiriker, als Kabarettist und die CSU hat immer noch fast überall in Bayern über 60 Jahre fast 60%. Darauf hat Herr Polt eine Pause gemacht, den Herrn angeschaut und gesagt, Mai, ohne nie waren es 120%. Das ist das, was Sie sich hinlegen würden, weil das ist das 20%. Und jetzt, um es kurz zu machen, 5 Minuten habe ich, brauche ich was von oben. Das Motto dieser Tagung ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und daran hat sich auch der Bund für Geistesfreiheit München gehalten. Also nicht nur unsere religionsfreie Zone, die wir dieses Jahr parallel aus Anlass des Papstbesuches in Bayern veranstaltet haben, die war gewidmet, also in allem, was wir erlösen könnten, der Stiftung Nesin Wakfi. Wir waren uns schon drüber im Klaren, dass es sein könnte, dass der Erlös nicht gerade riesig wird. Aber wir sammeln schon länger ganz gezielt für diese Stiftung und ich freue mich, dass der Bund für Geistesfreiheit München der Stiftung Nesin Wakfi bis jetzt 3.200 Euro übergeben kann.
das Werk von Einzelpersonen ist, wenn wir nun mal dabei sind. Wenn ich es in alphabetischer Reihenfolge sage, diese Gesamtspende tragen zu wesentlichen Teilen genau vier Personen. Die erste ist Professor Günther Kehrer, der also uns mitgewirkt hat auf Honorar, alles hört sich total. Die zweite, also wenn man es alphabetisch macht, ist die Firma Pana Schaumstoff GmbH. Die dritte ist der hier anwesende Dr. Michael Schmidt-Salomon. Und die vierte ist eine Privatspende, Dr. Ralf Steinberger, der ist nicht hier, der ist jetzt in Italien. Also das nur dazu zu der Wirkung, die wir entfalten können. Kaspar Brandner. Und dieser Mensch, das ist ein Theaterstück, schafft es, mit Hilfe dieses Getränkes, das ist ein Kirschgeist, aufzuwarten als der Borndl-Kramer, das heißt ein Gebeinehändler oder Gebeinekrämer, das ist der Tod, kommen will, ihn zu holen in die Ewigkeit. Und mit Hilfe dieses hochprozentigen Getränkes gelingt es ihm zunächst mal, den Tod, man sagt in Bayern, über den Tisch zu ziehen, und von ihm das ewige Leben zu erhalten. Alleine sind vielleicht mit Hilfe von diesem Kirschgeist oder ohne. Ich wünsche der Stiftung Nessin Wack für das ewige Leben.